einfach besser. 20 Uhr. Antenne Nachrichten. Das Wettertelegramm. Nachts zeitweise leichter Regen, 12 bis 9 Grad. Morgen von Nordwesten her Auflockerungen, 13 bis 16 Grad. Aus der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist die CDU als stärkste Partei hervorgegangen. Sie ist jedoch weiter auf einen Koalitionspartner angewiesen. Nach der jüngsten Hochrechnung legten die Christdemokraten um rund 2 Prozentpunkte auf 40% zu. Die SPD musste mit 22,7% leichte Verluste hinnehmen. Starke Gewinne verbuchte die PDS, die auf 17,8% kam. Brandenburgs Gesundheitsstaatssekretär Schirmer verteidigte diese Praxis. Junge und Gesunde würden sonst wechseln. Lass mich so eine Zusammenfassung jetzt mit allen Stimmen. Ach so. Hier sind weitere großartige Stimmen. Die kommen allerdings aus Amerika. The Mulberry Lane mit Harmless. Antenne an und schon geht's ab. Weil ich heute noch wählen muss, weil das Wahlkampf ist, darum gehe ich jetzt. Wir wissen gar nicht mehr. Mach was draus. Wir geben uns Mühe. Das geht nur falsch setzen. Gut, dann lass ich eine längere Pause. Kann losgehen. Ja, ich muss mich ja erstmal hier wieder durchwitzen, welches nun eigentlich die Kennziffer ist. 9.10. Antenne Brandenburg, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich wollte gerne einen Witz erzählen. Ja. Erzählen Sie mal. Also, Frau Schneider geht zum Metzger. Ich hätte gerne einen Hasen, aber ohne Schrotkugeln. Ja, dann nehmen Sie doch den. Der hat sich die Pulsadern aufgeschnitten, weil er nicht mehr hammeln konnte. Ja, du, der Garten. Jawoll. Stinke, hab ich mit Benzin bekleckert. Ja, du kannst ja nicht rumlaufen. So, und die Sache mit Gottes, ja. Ronny Gersch, das ist ja meine Runde. Die Gerüchteküche brodelt ja nun schon seit einigen Tagen um Michael Jackson. Gibt's wieder Wirbel? Scheidung ja oder nein? Gibt's da etwas Genaueres? Insider sind alles andere als überrascht. Michael Jackson gibt seine Scheidung bekannt. Die Ehe der Krankenschwester Danny Bell gegen einen Sohn. So, du bist mit allem auf Sendung. Du bist scharf, ja? So, ja, alles umgeschaltet, alles scharf. Wie ist denn das? Das ist schnell. Ja, das ist. Ja, dann versuchen wir es mal, aber ein bisschen Probleme mit dem Mikro hier. Aber wir teilen es jetzt einfach mal in ein Mikro. Schön alleine von der Karte. Am
Mikrofon Jürgen Babenschneider, guten Abend. So sehr sie ihm auch die Daumen gedrückt haben mögen, Jan Ulrich ist bei der Radsportweltmeisterschaft auf dem Rundkurs in Wimbledon 2 in Großartig. Peter, du machst eine Portion mit mir? Was? Ich? Fährst du auf der Hand ab? Der Bernd. Sie sind immer noch richtig bei Piet Dahmer auf Antenne Brandenburg. Und wir lassen uns auch dürfen platzieren. Das ist super schön. Frauen des ehemaligen Sitzteams. Aber man wird doch mal fragen dürfen, ob es stimmt, dass Walter Momper gern Senator in der neuen Landesregierung werden will oder Fraktionsvorsitzender. Ich weiß ja nicht, von wem Sie das alles gehört haben. Von Parteifreunden, die Sie durchaus lange gut kennen. Ja, da spekulieren viele über mich. Momper hat mit Gregor Gysi nur die Glatze gemein, sonst nichts. Und Platzziffern sind mir dabei wirklich nicht besonders wichtig, sondern der Akzeptanzzuwachs, der sich hier ausdrückt für die PDS, vor allem im Ostteil, aber eben auch im Westteil der Stadt, das ist das eigentlich herausragende Ergebnis. Und es scheint, als hätten die Worte Gregor Gysis schon ein großes Echo gefunden. Vielleicht war es aber auch nur ein Fehler des Tontechnikers. Sie wissen ja, Wahlsonntage sind für die elektronischen Medien Schwerstarbeit. Kerstin Steck liegt vor Ort. Nee. Die springt ja sonst wohin. Also. Da ist der alles bei alles ab. Zimmer hat es hier gesagt, da ist noch die Ansage dran. Achte drauf. Ich sage, ja, Werner, ich achte drauf. Ne? Scheiße. Das ist doch durchlaufen lassen. Nee, das wurde...